Also kannst du dir so vorstellen, wie wenn du in deinen Zellen überall einen Ton hast und das ist so ein bisschen missgestimmt? Willst auch du mit Freude und Vertrauen durchs Leben gehen? Dann lass unsere Erfahrungen und Erkenntnisse und Magic Moments aus unserem Leben und Berufsalltag. Wir laden dich ein, mit unseren erfrischend ehrlichen Geschichten voller Vertrauen den Blick nach innen zu richten. Hallo zusammen! Mein Name ist Manuela Kra. Und ich bin Claudia Scherer. Manuela, ich habe gesehen oder ich weiss von dir, dass du mit dem Klangbett Menschen begleiten und unterstützen. Kannst du da etwas dazu sagen? Ja, also das Klangbett ist so quasi ein Klangliege oder ein Monochord und darunter hat es 55 Seiten. Und wenn du dort drauf liegen tust, dann vibriert es im ganzen Körper. Und das ist total spannend, weil es ist wie, es wird wie alles wieder neu gestimmt. Also kannst du dir so vorstellen, wie wenn du in deinen Zellen überall einen Ton hast und das ist so ein bisschen missgestimmt. Und indem, dass du drauf liegst, wird wie es neu gestimmt und durch das fließt nachher dir in die Energie wieder besser. Ja, das klingt ganz spannend und also ich muss mir das gerade ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das heisst, spüre ich dann etwas? Ja, also die Vibration nimmst du wahr, wenn du drauf liegst. Die einen nehmen es überall wahr und die anderen sagen, ah, ich habe es jetzt an diesem Körperteil nicht so wahrgenommen. Je nachdem, ich sage jetzt mal, wie viel Blockade das du hast oder wie präsent das du bist und auch gewöhnt bist zum Schwingungen aufnehmen, nimmst du es mehr oder weniger wahr. Und mit was für Gebrechen oder Anliegen kommen dann Menschen zu dir? Das ist so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Es gibt Menschen, die sind so gestresst, dass sie wirklich nicht mehr können, sich entspannen. Und wenn man drauf liegt, merkt man, dass an und für sich nichts passiert. Also es muss nicht reden, es tut mich niemand anlangen, sondern ich liege da und spüre die Vibration. Und durch das ist es für viele total gut möglich, um sich zu entspannen. Und also kommen dann die Leute und buchen direkt ein Klangbett oder kommen sie und erzählen ihr Problem und du schlägst ihnen dann vor, da würde jetzt ein Klangbett hilfreich sein? Es ist eher so, dass die Leute wirklich durch meine Webseite direkt ein Klangbett buchen. Ich habe auch Kundinnen oder Kunden, die sagen, mein Arzt hat mir das empfohlen, dass ich aufs Klangbett liege. Und wir haben am Anfang zuerst ein Gespräch, bevor man überhaupt dann aufs Klangbett liegt. Und dort tue ich klären, was gerade die Situation ist und sage auch, was ich wahrnehme. Also das gehört dazu. Also ich spiele nicht nur, sondern ich nehme den Menschen als Ganzes wahr und ja, so ein bisschen gesagt, ich sehe eigentlich, wo dann Blockaden sind, wenn sie oder er mir erzählt, was gerade los ist im Leben. Und nachher dann beobachte ich sehr genau, nicht unbedingt mit den Augen, sondern mit dem Gespür, was passiert jetzt da. Und es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit durchspiele, sondern ich mache auch Pause, dass der Körper wie die Möglichkeit hat, um das erste Mal anzunehmen und zu verschaffen. Und was noch dazu kommt, meine Wahrnehmung ist so, dass ich wie noch die Seele von dieser Person, die dort liegt, kann wahrnehmen. Und dort beobachte ich sehr genau, was sich mir zeigt, beziehungsweise was für Bilder, manchmal auch ein bisschen abstrakte Bilder, dass ich zum Beispiel ein Rohr sehe oder ein Viereck oder was auch immer, das tue ich dann gut beobachten. Ich tue nicht intervenieren, jedoch tue ich das so ein bisschen unterstützen, wohin das es geht und ob es wirklich zum höchsten Wohl ist von der Person, die dort drauf liegt. Und
Das sind ganz grosse Geschichten, die sich dann da zeigen. Und je nachdem dauert dann das, ich sage jetzt eine halbe Stunde, wo ich spiele, oder vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Also es geht wirklich ums höchste Wohl von der Person, die dort liegt. Also es ist auch, es klingt für mich auch als etwas sehr Intimes. Es braucht sehr viel Vertrauen gegenseitig. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Und das nehme ich, wenn ich merke, dass es jetzt nicht würde stimmen, würde ich abbrechen. Ja. Ja. Und also, wenn es nicht würde stimmen, das heisst eben, wenn du würdest, wie merken, eine Person kann sich nicht öffnen oder will sich nicht öffnen oder was könnte denn da? Es kann sein, dass jemand drauf liegt und denkt, es sollte anders sein. Mhm. Und ich spüre einen grossen Widerstand. Ja. Und ich merke, das tut ihr oder ihm jetzt nicht gut, dann würde ich das abbrechen. In den letzten Jahren ist das eigentlich nicht mehr passiert. Ganz am Anfang habe ich gemerkt, dass jemand gekommen ist und ich gesagt habe, ja, es war jetzt ein schönes Gespräch gewesen und ich glaube, es ist jetzt nicht das Richtige für dich. Ich würde dir jetzt empfehlen, zu jemand anderem zu gehen. Also das mache ich auch. Also das war in der letzten Zeit nicht mehr so gewesen. Ja. Mhm. Ja. Du hast noch angetönt, am Anfang, dass du auch schon von einem Arzt Personen geschickt bekommen hast. Ja. Also schaffst du dann bewusst mit Ärzten zusammen? Nein, ich weiss nicht, wer sie sind. Und ich frage dann kurz nach, woher dass sie mich jetzt, oder wie sie mich gefunden haben. Und dann sagen sie, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll das machen oder meine Ärztin, um mich zu entspannen. Aber ich weiss nicht, wer die Ärzte sind. Ja, das ist ganz spannend. Es ist aber nicht an Krankenkassen anerkannt, oder? Es ist nicht an Krankenkassen anerkannt, ja. Also, das heisst, man zahlt den Preis, ja, den du hast. Ja. Ja. Und wie gehe ich vor, wenn mich das würde interessieren? Dann kannst du auf meine Webseite gehen und der Klangmassage schauen und direkt deinen Termin buchen. Wunderbar. Vielen Dank für die spannenden Erklärungen.